Bruder, geil, dass du die letzten zwei Tage am Start warst, mit Stream am Mittag. Er freut sich schon morgen auf die nächste Session. Der sagt nicht, oh Bruder, call auch mir kleine Viewer, wie das irgend so einer geschrieben hat. Sondern er sagt so, Digga, geil, du bist am Start. Wir streamen zusammen, bei mir läuft, ich habe 8k Viewer, er hat 3,5k Viewer. Er ist zufrieden, er ist happy, am Start zu sein. Da schreibt einer rein, ja, Elotrix denkt nur an sich. Der streamt jetzt mittags und klaut Danny die Viewern. Was für ein Hurensohn. Da gehen auch gar keine Grüße raus an Flower Tricks, der seit Black Ops 3 am Start ist, bei mir auch Mod war und die Scheiße nicht mal timeoutet. Du hast jetzt sowas von VIP bei mir weggenommen bekommen, was ihr euch einfach einbildet. Mann, bin ich sauer! Dass deine Mods die Scheiße nicht wegtimeouten, wenn deine Homies immer beleidigt werden in deinem Chat. Ich hab das nicht gesehen. In meinem Chat gibt's sowas nicht. Wenn die Hurensöhne Danny beleidigen, sind die permaband. Ich hab das nicht gesehen, Digga. Ich hab weiter gezockt, aber recht hast du. Dass du das nicht siehst, weiß ich, aber du hast 15 Mods im Chat und die machen gar nichts. Hurensöhne! Leute, dein Lachen. Ich werde immer totgefickt! Ich hab gar nichts getan! Seit mir einem Jahr zieh ich durch! Unterhalte tausende Leute jeden Tag auf Twitch und was kriege als Belohnung? Ich lande und werde totgefickt! Die sind immer, Digga, die sind halt immer noch auf die. Ich quitte direkt raus, Digga. Tatsächlich, ja, ja. Nein, es ist unerträglich, Digga. Diese kleinen Wichser, die ganze Zeit da oben auf diesen riesen Eiffelturm hängen. Digga, die haben einfach... Digga, die haben einfach den Gamechanger. Das ist zum Kotzen. Was meinst du denn mit Gamechanger? Digga, die haben die ganze Zeit Highground, Digga. Die müssen sich nicht bewegen. Ach so, ja. Ja, das ist hier. Das Stadion ist wirklich unbalanced. Hier, Kamera hat aufgegeben, Digga. Was ist das denn? Ich geh auf Toilette, Alter. Ah. Hier, das sind die auf dem Dach. Hurensohn auf dem Dach, Hurensohn. Zum Kotzen die Leute. Ruf YouTube an, Digga, und sag Bescheid, ich hätte gerne die beiden für die Dinger, also für ich hätte gerne, voll mit der Kippe gegen den Finger gekommen, Alter. Gut. Was ist die Schrotflinte? Vor uns ist noch ein Auto, pass auf. Der hat einen Raketenwerfer. Raus. Also, Digga, erstmal kann ich mich hier nicht hinlegen. Und zweitens, was hat er bitte schön geschluckt? Oh, Glück gehabt. Gönn mir deine Platten, Brody. Kurs 3 Platten, besser als nichts. Nice, wichtig, Diggi. Ja, Heidi Jalla. Oh, die Maske! Mann! Es ist zum Kotzen! Wie die Leute jetzt da wieder warten. Und früh genug rotieren. Nee, es nervt einfach, Digga. Ich kann nicht vernünftig einen Gunfight führen, wenn ich immer die Maske in der Fresse. Was jetzt? Ja, Bruder. Das ist ein gegenseitiges Gegen- und Nehmen, weißt du, wie ich meine? Nee. Finde ich jetzt ganz schön gemeint von dir. Ja. Ich auch. Warum? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ja doch, Digga. Ich hab nur gesagt, Downtown is not the yellow from the egg. Ich mach einfach den... Ah! Ich hab mich so erschrocken! Ich hab ihn, Bruder. Fick seine Mutter! Warte. Miese Zeiten, Bruder. 900, Yibi. Und... Oh, Yibi, hier vorne kommen welche, ne? Ja. Klaus sogar, also nicht so weit weg. Ich hab ihn direkt... Ich seh ihn hier vorne. Da, ja, ja.
Achso, der pusht direkt. Ah, oh, ey, also Carsten, Digga. Carsten ist so. Ja, und jedes Mal kommt er danach, wenn er wieder down ist. Ja, tut mir leid, Jungs. Ich hab einen down. Ah, Jungs, bin tot! Ja. Du Hurensohn! Selber schuld! Gegner und dann, das ist halt einfach ja, ja, sehr ungünstig. Das müssen sie wirklich ändern.